Hey Leute, willkommen zurück zu The Witcher 3 Blood and Wine. Wir machen weiter mit den fliegenden Kühen, jawohl. Aber erstmal gehen wir in die Mine. Denn ich glaube, da könnte sich noch was Schönes finden lassen, das wir mitnehmen möchten. Zum Beispiel sowas hier. Ah, Reparatursets, glühendes Drachenschuppen. Warum haben die ja Drachenschuppen, sag mal? Das ist doch was sehr Seltenes. Haben die einfach mal so hier rumliegen? Was ist los in Toussaint? Die haben, glaube ich, zu viel von allem. Eine stumpfe Meteoritenaxt, sag mal. Also Meteoritenerz, das ist jetzt auch nicht unbedingt das Seltenste. Fistake, aha. Aha, Fistake haben sie hier auch noch, ne? Das kannst du jetzt nicht tun. Ich wollte springen, aber ist okay. Na gut, dann sehen wir uns mal die Kuh an, wie gesagt. Also die Kuh haben wir schon gesehen. Aber es ist wohl ein junger Gabelschwanz oder eine Wyvern, wie ich vermutet habe. Die ist dafür verantwortlich, dass es hier Kühe regnet. Und den armen Emil erschlagen hat. So, wollen wir mal sehen. Hier irgendwo muss Blut sein, denn Geralt hat schon... Blut, winzige Spuren. Ich bin auf der richtigen Fährte. Geralt hat das schon richtig erkannt. Dass hier überall Blut ist. Ja, vielleicht sollte ich das erstmal... Ich konnte es aber eben gar nicht untersuchen. Hatte ich da irgendwo... einen Kontext? Hallo? Ich kann das Blut nicht... Ah. Vielleicht sollte ich einfach mal weitergehen. Ah, okay, es springt weiter, der Marker. Ja, ja, der arme Drakonit. Hat er sich verletzt. Ich meine, das sind auch nur wilde Tiere. Die wollen auch nur fressen und überleben. Sich vermehren, ne? Das war eine ziemlich starke Blutung. Die Wunde muss schwerer gewesen sein, als ich dachte. Oh ja, das ist echt nicht wenig, Mensch. Oh, ich höre sie schon. Da ist was. Tja, dann tut es mir echt leid, mein Lieber, aber ich muss dich leider kaputt machen. Drakonidenöl, Insektoid, Relikt. Vampir. Habe ich denn das Drakonidenöl? Ist immer das Letzte. Ja, natürlich ist es genau das Letzte, was ich noch zur Auswahl habe. Riecht wie vergorene Maische. Oh, das ist... Drakonide muss eine Brennerei in der Nähe sein. Bastard. Oh, mein Schwert ist ja schon futsch. Mein Schwert ist futsch. Was ist da los? 40. Na gut, das ist ziemlich angeschlagen, aber nicht futsch. Oh! Ja! Tja! Moderhäute sind echt widerlich, weil die platzen ja irgendwann. Ich würde sagen, ich habe mir mal wieder was zu essen rein hier. Zehrbares, aber kein Alkohol. Das finde ich nämlich immer ein bisschen dumm. So. Nam, 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 nam. Lecker Trauben. Geil. Hm, das gute, gute Zeug. Oh, hier ist wieder was. Verdammt. Eine halbgefressene Leiche mit Handspuren? Hm. Definitiv kein Wyvern. Es muss ein Schleimling sein. Die speien Feuer. Oha. Ja, das macht die Sache noch ein bisschen gefährlicher, würde ich sagen, oder? Das ist echt er ist nicht. Auf dem Dach der Brennerei gelandet, hat Lärm und Chaos gemacht und ist weitergezogen. Guck mal, das ist doch ein Text. Notizen des Schuhputzers. Also sage ich dazu. Minister Tremblay, das ganze Sans-Retour-Tal ist überbewertet. Diese Weine, und ich fange lieber erst gar nicht mit dem Est-Est an, sind diesen Wein in Massenproduktion, seit sie diesen Wein in Massenproduktion herstellen, sollten sie ihn Etain nennen.
da es wirklich bessere Tage gesehen hat. Daraufhin sagte er, du hast recht, ich habe den Côté des Blessures auch immer lieber gemocht. Und ehrlich gesagt, und das bleibt bitte unter uns, ziehe ich ihn sogar dem Saint Greal vor. Du weißt, das ist der Wein, den der allergnädigsten Herren und ihrem innersten Kreis vorbehalten ist. Und dann ist es mir, dem einfältigen Dummkopf, einfach rausgerutscht. Ich stimme dir zu, denn nach allem, was mir die Herren zum Vorkosten gibt, muss ich mir den Mund mit Wodka ausspielen, um den widerlichen Geschmack loszuwerden. Ja, du kannst dir sicherlich denken, dass ich betrunken war, richtig? Einfach so drauf losreden. Nun, ich hatte meine Stellung bei Hofe überbewertet. Tremblay musste nur ein Wort ins Ohr der Herzogin flüstern und schon saß ich auf der Straße. Dann ist Bernoulli wieder zum herzoglichen Vorkoster ernannt worden. Ist das zu fassen? Nach dem Skandal mit den Baronessen Nick und Killeen? Und ja, tja, was sollte ich tun? Mir blieb keine andere Wahl, als meine eigenen Tränke herzustellen und zu trinken. Das war schon immer meine große Leidenschaft. Okay. Ja, es gibt manchmal einfach so ein bisschen was an Texten. Hier ist er langgekommen. Wohl zu müde zum Fliegen. Ja, das denke ich auch. Ah, es ist ein bisschen anstrengend zu lesen, Leute. Das tut mir leid. Also, mein Kiefer, der tut echt weh. Aber kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. War in schlechter Verfassung. Konnte kaum kriechen. Ich habe ja voll Bock zu spielen. Das ist ja das Problem. Und ich kann nicht die ganze Zeit die Klappe halten, versteht ihr? Hier ist ein zweiter Drakonide gelandet. Ein größerer. Er hat auf den kleineren gewartet. Dann sind sie zusammen weggeflogen. Sie müssten ja einfach zu verfolgen sein. Der kleinere hat freundlicherweise weitergeblutet. Ah, das ist ja nett. Ja, Mutterschleimlinge. Sie sind zusammen weggeflogen. Wohl zum Nest. Aber wie der auch geblutet hat, wie so ein Schweinchen. Guck mal, das kann man echt gut nachverfolgen. Oh. Hier endet die Spur. Da oben ist das Nest. Da würde ich den Hof drauf verwetten. Oha. Habt ihr das gesehen? Guck mal kurz mal nach Mutterschleimlingen. Schleimlinge. Einige Bauern boten mir einst eine königliche Summe, wenn ich ihnen einen Schleimling töten würde. Der Sack voll Gold war schwer, doch ich lehnte ab. Was hilft einem Gold, wenn man tot ist? Ein Schleimling ist kein verdammter Gabelschwanz. Zator, einer der Haudegen von Krienfried. Schleimlinge werden oft mit Wüvern und Gabelschwänzen verwechselt, doch Obacht! Schleimlinge sind hässliche und ungemein gefährliche Monster. Es ist keine gute Idee, sie mit Wüvern zu verwechseln. Diese können einen untrainierten Mann zwar auch in Sekunden zerreißen und verschlingen, doch nur Schleimlinge können ihn davor auch noch grillen. Ja, eine Kartätsche, Drakonidenöl, Art und Quen natürlich. Mutterschleimlinge. Wenn es Feuer spuckt und mit einem giftstachelbewehrten Schwanz um sich schlägt, über scharfe Zähne und noch schärfere Krallen verfügt und seine Beute mit Schallstößen umwirft, dann ist es ein Schleimling. Bei diesem Arsenal ist es kein Wunder, dass diese Drakoniden oft für Drachen gehalten werden. Experten jedoch, soll heißen Hexer, wissen, dass Schleimlinge eine ganz besondere oder ganz andere Spezies sind. Viel kleiner als Drachen und viel weniger gefährlich. Mit einer Ausnahme. Schleimlingweibchen in der Brunftzeit oder, noch schlimmer, nach der Eiablage. Wer solchen Exemplaren gegenübersteht, ist gut beraten, die Beine in die Hand zu nehmen und ohne einen Blick zurück zu flüchten, so schnell er kann. Ha, warte mal, das ist gerade sehr interessant. Das werde ich natürlich ausnutzen, dieses Wissen, das wir haben. Und ich werde mir mal eine Kartätsche reinpacken. Kartätsche. So, dann natürlich noch Drakonidenöl draufschmieren. Ja, das Dumme ist, ich habe halt nur das Schlechtere, nicht das beste Drakonidenöl. Ja, und da geht's los, ne? Art war noch eins der Zeichen, das wir gut gebrauchen konnten. Na gut, dann schauen wir mal. Die lieben Schleimlinge und Mutterschleimlinge. Well, Geralt, nicht wieder Seifenschuhe. Hast du wieder deine Soapshoes eingepackt, ne? Ich dachte echt, wir haben dir mal was Trittfestes besorgt. Die Schleimlinge. Mann, ist die Alkohol. So. Oh
Oh, ihr Mistviecher. Ein bisschen Lebensenergie regenerieren, ne? Dafür ist die Quen-Aufladung super hier. Ja, so einfach so, geht das. Ihr Viecher. Zeit, eine Trophäe einzusammeln. Die übrigen sind noch nicht geschlüpft. Ich muss das ganze Nest niederbrennen. Ja, ein bisschen schade ist es ja schon, aber ein großes rotes Mutagen und Medaille und eine Schleimling-Trophäe. Ja, sehr schön. Einfach mal abschneiden, Geralt, komm. Das Messer hat er irgendwie immer dabei, oder? Das Trophäenmesser. Ja, sehr gut. Ach, Plätzchen ist wieder da. Na, sieh mal an. Aha. Ah, sehr schön, dass ihr da alles dabei habt wieder. Und dort ist eine Höhle, dann sind wir ja noch gar nicht fertig. Ein Ort der Macht? So, so. Das heißt, da gibt es wieder einen Skillpunkt kostenlos. Finde ich geil. Finde ich sehr, sehr gut. Hauen wir uns ein paar Träubchen rein. Nom, 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 nom. Lecker, lecker. Nein, das ist weiter oben. Wo ist denn der Höhleneingang hier, sag mal? Da irgendwo muss er sein. Aha. Nee, 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 warte. Magie. Ein Ort der Macht. Sehr cool. Igni. Ja, Igni. Nee, das ist, doch, das ist Igni. Igni ist verbessert. Sehr, sehr geil, Leute. Holt ihr denn eine Belohnung für das Lüften des Kuhrätsels ab? Uäh. Nicht runterrutschen, bitte. Das kenne ich. Das ist schon sehr gefährlich hier, das Runterrutschen. Und tödlich, natürlich. Na? Gut. Gibt's hier noch was? Bestimmt, oder? Oh, falsche Zähne. Ja. Sehr gut. Na, oh, einfach mal alles zerstört. Die ganze Familie ausgelöscht. Ah, Oren und Florian, die muss ich doch wieder tauschen, oder? Die kann ich bestimmt nicht einfach so abgeben. Oder zum Kauf nutzen. Oh, guck mal, das ganze Essen hier. Also irgendwie verdirbt hier das Essen niemals, kann das sein? Oh, Rezept Färbemittel für grüne Rüstung. Geil. Was brauche ich denn dafür? Ist das schon leer? Ja. Gucken wir mal. Nee, brauche ich da Alchemie oder was? Handwerk. Ja, ja, ja. Weiß ich doch. So, Handwerk. Werkzeug brauchen wir nicht. Runensteine brauchen wir nicht. Farbe ist ja auch was Neues. Die muss jetzt wahrscheinlich eine eigene Kategorie haben. Die Wächterstiefel? Naja. Na, die habe ich alle schon. Die verbesserten. Oh. Oh, die sind ja echt besser. Toussaint, Herzog, Wächter, Hauptmannstiefel. Ein Relikt. Gift zu schmettern und Vitalität. Eieieiei. Trotzdem, ich weiß nicht. Ich möchte natürlich auch meine Stiefel im Set besser haben. Also, ne, ein ganzes Set voll möchte ich gerne haben. An Waffen und Rüstung. Denn es gibt ja wieder einen Bonus. Was heißt wieder? Es gibt einen Bonus. Das war in Teil 2 so. In Teil 1 war es, glaube ich, so. Und hier dann nicht mehr, komischerweise. Und jetzt haben sie es wieder eingeführt. Finde ich super. Ist super. Sag mal, wo ist denn jetzt die Farbe? Sag mal. Muss ja irgendwo sein hier. Wo ist die Farbe? Mensch. Ich bin bekloppt, sag mal. Es gibt keine Farbe. Habe ich doch gerade erhalten. Oh, ich bin so doof. Natürlich ist es Alchemie, oder?
Ja. Oha, das brauchen wir ganz schön viel. Wir brauchen Rebis und wir brauchen Büffelgras. Das habe ich noch nicht. Krass. Ach ja, und das Okroidenöl. Das werden wir nie bekommen, diese Höllentrollleber. Die Höllentrollleber, ja. Ja, weil ich keine Trolle töte, keine Höhlentrolle. Das ist echt dämlich. Oh. Oh. Oh, ho, ho, ho. Großmeister. Bericht von Hauptmann August Vierabass. Vierabrass. Ein Rüstungsschema. Höllisch kompliziert. Vielleicht finde ich in der Stadt einen Handwerker, der damit zurechtkommt. Geil. Der Hexer, den ich bestellt habe, ist am 12. September in Ussa eingetroffen. Er hat einen vorzüglichen Eindruck gemacht. Ich hatte einen kaltblütigen Mörder erwartet und fand mich nun jemandem gegenüber, den man leicht für einen ganz normalen Mann hätte halten können, abgesehen höchstens von seinem umfangreichen Wissen über Monster, den beiden Schwertern auf seinem Rücken und dem Greifenkopfmedaillon auf seiner Brust. Jerome, so hieß er, ja, Justin Jerome, so hieß er, stellte mir viele Fragen über die Kreatur, die bei der Burg Mont-Cran gesehen worden war. Aus meinen Antworten schloss er, dass das fragliche Monster ein Waldschrat sein musste. Bei unserer nächsten Konversation drückte der Hexer sein Erstaunen über die Höhle der Belohnungen, über die Höhe der Belohnung sowie über den Umstand aus, dass er bezahlt werden sollte, wovor er auch nur in Toussaint einträfe. Ich hatte Zuneigung zu ihm gefasst und wollte aufrichtig mit ihm sein. Trotz meines Schwurs enthüllte ich, dass die Bezahlung vollständig von seinem Gewissen, gewissen Moreau stammte, einem Magier, der beschlossen hatte, sich auf diese Art bei unserer Gemeinschaft für ein warmes Willkommen zu bedanken. Als Jerome den Namen des Magiers hörte, wurde er bleich, dann bekam er einen Wutanfall. Er schrie und zitierte, diesem alten Bastard werde ich's geigen. Dann rannte er zu den Ställen, schwang sich auf sein Pferd und ritt davon, dabei den Großteil seiner Habseligkeiten zurücklassend. Er wurde auf der Straße nach Mont-Cran gesehen, verschwand dann aber einfach von der Bildfläche. Meister Moreau behauptet, den Hexer niemals gesehen zu haben. Ja, ist doch geil. Was wohl bei Mont-Cran passiert ist? Mont-Cran. Ich hab's mir irgendwie gedacht, dass hier noch was Gutes sein muss. Wo ist denn Plätzchen? Plätzchen! Ach, guck mal. Ach, bitte. Das hätte ich jetzt wahrscheinlich sowieso irgendwann bekommen. Aber geil, Leute, die Greifenrüstung mochte ich sehr gerne eine lange Zeit lang. Geil, geil, geil. Ach, warte. Ich kann ja auch hier bei Handwerk mal schauen. So, was können die denn? Was habe ich jetzt eigentlich bekommen? Großmeister Greifenhandschuh. Uiuiuiuiuiuiui. Meister, die habe ich ja alle. Schleimlinghaut. Ach, schade, die habe ich leider nicht. Und angereicherter Demeritium-Barren. Oh Mann. Aber die sind ein bisschen besser als meine Vipern-Rüstung. Schon ein bisschen. Ach, guck mal, die kann ich ja schon. Dafür brauche ich gegerbtes Drakonidenleder. Habe ich ja nicht, leider. Angereicherter Demeritium-Barren. Und dafür brauche ich angereichertes Erz. Das bekomme ich, wenn ich Rurikalkum... Ah ja. Und Säureextrakt. Ah, ja, da brauche ich wieder so viel Zeug, Leute. Das muss ich wieder alles farmen. Das muss ich wieder alles farmen. Aber es macht nichts, das mache ich gerne, weil ich habe Bock drauf, die ganzen Rüstungen freizuschalten. Und ihr hundertprozentig auch, oder? Ihr wollt das gerne sehen, dann mache ich wieder so ein bisschen Modenschau. Aha! Ja, da freut ihr euch, ne? Nee, wirklich, ich freue mich. Großmeistergreifenschwert, das haben wir dann nicht, oder? Ist ja auch egal. Ich kann es eh noch nicht bauen. Alles gut. Guck mal hier. Banshee, das ist gar nicht mal so gut. Ich habe auch noch das von Olgiert, von Everek, das Schwert. Makama Stahlschwert, ist auch nicht so geil. Das hat ja... Das schwarze Einhorn. Uiuiui, das war, glaube ich, ziemlich gut, ne? Schwarzes Einhorn mit Bluten. Mehr Bluten oder generell Blutenschaden. Wo waren das jetzt? Ne, ich hatte die Stiefel noch, ne? Hier, Großmeister Greifenstiefel. Alter Schwede, guck mal. Angereicherte Demeritium-Platte. Es ist furchtbar, weil ich hier wieder alles brauche. Ah, ekelhaft. Ekelhaft, aber irgendwie motiviert es mich auch, ein bisschen weiterzumachen. Immer. Immer. So, und da gibt es die Belohnung, ja? Ich habe hier noch keinen Ort freigeschaltet. Komm, dann holen wir uns auf dem Weg noch ein paar Fragezeichen ab. Warte. Ach nee, warte, das war ja die Burg. Ich will eigentlich... Oh, die ignorieren wir jetzt einfach mal, ja. So, Rinderwahn. Hol dir die Belohnung für das Lüften des Rätsels ab. Das ist hier. Oh, dann warten wir einfach mal querfeldein, komm. So, Plätzchen, bist bereit? Ja. Wow.
Oha, bitte. Brech dir nicht die Haxen, Pferdchen, komm. Ich hol mal die Fackel. Ich kann keine Fackel rausholen. So ist gut. Ja, du wartest mal. Wir machen jetzt mal ein bisschen hier. Palim, palim machen wir mal. Bisschen rasten, dann kriege ich auch gleich wieder ein bisschen Tränke dazu. Gut. Ach Leute, ist das schön. Ich liebe dieses Spiel. Habe ich schon mal gesagt, dass ich ein Spiel liebe? Ich weiß es nicht. Aber bei Witcher trifft das wirklich zu. Und ich finde es so traurig. Oh. Ich finde es so traurig, dass es danach vorbei ist. Oh, es ist so traurig. Aber ich habe ja schon ein paar Insider-Infos, ne? Cyberpunk. Kommt 2017 bis 2021 irgendwann. Das ist noch eine lange Zeit, leider. Aber bis dahin werden wir uns bestimmt die Zeit versüßen können mit einigen Spielen, die da noch kommen. Bestimmt. Da bin ich festen Glaubens. Leider nicht von CD Projekt Red, weil das ist mittlerweile mit Naughty Dog, muss ich dazu sagen, fast einer meiner Lieblingspublisher. Ja, ich weiß, From Software ist auch noch geil und so weiter, aber Dark Souls ist ja jetzt auch da vorbei, ne? Und Dark Souls ist so eine, wie so eine alte Freundin oder so einen alten Freund, den man immer mal wieder trifft und immer wieder toll findet und sich mit ihm unterhält und Spaß zusammen hat, was unternimmt, ne? So ist Dark Souls. Aber Witcher ist halt, ha! Das ist wie meine Frau als Sicherheit haben. Ja, wie ein Date mit einer Traumfrau. Auch wenn man schon seine Traumfrau gefunden hat, muss ich dazu sagen. Aber es ist vergleichbar damit, in spielerischer Hinsicht. So, Pafnuzio, was für ein Name. Und? Weißt du jetzt, weshalb die Kuh fliegen konnte? Ja. Ja, ihr könnt euch wieder an die Arbeit machen. Es war keine Plage der fallenden Kühe. Hab ich doch gleich gesagt. Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Sag mal, wieso ist die Kuh denn gefallen? Ein junger Schleimling ist über den Steinbruch geflogen und hat sie fallen lassen. Er wollte sie in sein Nest bringen, für seine Mutter und seine Geschwister. Von den Monstern werdet ihr nichts mehr hören. Ich habe das Nest samt Eiern eingeäschert. Das war eine kluge Vorkehrung, aber ich kann dir nur zahlen, was wir vereinbart haben. Mehr habe ich nicht. Hier, nimm dies. Und danke, Meister. Ja, komm, ich sag mal, ist voll okay. Er hat ja auch nicht mehr versprochen, oder? Dann ist jetzt alles klar, was? Keine Götter, keine Plage, nur ein Drache. Und der ist auch weg. Wir zahlen Emils Witwe eine Abfindung und das war's. Also, worauf wartet ihr noch? An die Arbeit, zack, zack! Ich glaube, dass immer noch was faul ist. Was ist mit den Baumeistern, die die Statue zusammensetzen sollten? Vor 3 Tagen sollten sie in Ardaiso sein und kein Zeichen von ihnen. Sie sind auch erschlagen worden, ich weiß es. Oder gefressen. Oder Heuschrecken haben sie erwischt, wie in Sirikanien. Was soll denn dieser Mist jetzt? Der Architekt hat geschrieben, dass sie sich wegen einer Marmorlieferung aus Metina um eine Woche verspäten. Für den Bart des Propheten. Also haltet jetzt das Maul und fangt an zu arbeiten. Gehen wir ein Stück, Meister. Ich muss zugeben, das war gelogen. Aber ich kann mir nicht noch eine Panik leisten. Die Baumeister sind wirklich verschwunden. Komm später zu mir, dann erzähle ich dir die Einzelheiten. Also ist die Sache noch nicht erledigt. Rinderwahn, geht's weiter. Okay, Leute, das machen wir aber nächstes Mal. Ich bin schon gespannt. Große Fußstapfen. Eieieiei. Das wird ja noch interessant. Ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns wieder zu The Witcher 3 Blood and Wine. Bis dann.